Und wir sind inzwischen fast einen Monat unterwegs mit unserem BPB-Infobus. In Sebnitz, in Dresden gestartet, über Hamburg sind wir unterwegs. Frankfurt waren wir vor einigen Tagen. Und jetzt stehen wir hier an einem ganz, ganz besonderen Ort der politischen Erwachsenenbildung. Einen sehr ungewöhnlichen Ort. Und ich habe zwei Gäste eingeladen, mit denen ich mich über diesen Ort unterhalten werde und die ein bisschen was auch gleich erzählen zu dem Ort, wo wir hier eigentlich sind. Das ist zum einen Siegfried Frech, Professor, Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung viele Jahre lang und ein Experte für das, was hier an diesem Ort auch passiert ist. Und wir werden auch gleich später noch mit ihm ein bisschen darüber reden. Und mit dabei ist Benedikt Wittmeier, einer auch der Experten zu dem Thema, über das wir hier gleich sprechen werden. Fachdidaktiker, aber auch langjähriger Leiter und Direktor des Hauses am Maiberg, was es ja leider seit wenigen Monaten nicht mehr gibt, das kann man so sagen. Schön, dass er mit mir hier steht. Wo stehen wir denn eigentlich hier, Siegel? Beutelsbach, Remstal, also jener legendäre Ort, an dem diese Tagung am 19. 20. November 76 war, wo dieser Beutelsbacher Konsens im Grunde formuliert wurde. Die Tagung geht eigentlich zurück auf drei Personen, die das initiiert haben. Siegfried Schiele, der langjährige Direktor von 76 bis 2004. Herbert Schneider, über den Benedikt sehr viel gearbeitet hat, und der eigentliche, der diesen Konsens formuliert hat, war Hans-Georg Wehling, lange Jahre Schriftleiter. Und dieser Konsens, im Grunde drei Sätze, die ein Stück weit die Fachdidaktik, diesen Dissens, diesen Streit befriedet haben. Erste Gebot oder Konsenssatz, Überwältigungsverbot. Es ist quasi nicht erlaubt, Schüler, Schülerinnen, man sprach damals nur von Schülern, im Sinne einer erwünschten Meinung zu überrumpeln, also nicht zu indoktrinieren. Also man meinte eigentlich Lernende, ne? Ja. Also auch, können auch Studierende oder auch Erwachsene sein. Mhm. Ja. Der zweite Konsenssatz ist im Grunde, was in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert wird, muss auch im Unterricht, in der Schule, in Seminaren kontrovers erscheinen. Und notfalls haben Lehrer auch die Funktion, im Grunde unterschlagene Standpunkte zu thematisieren. Und der dritte Konsenssatz, da geht es darum, dass Schüler, Schülerinnen die politische Lage analysieren, mit ihren eigenen Interessen in Einklang bringen und dementsprechend auch handlungsfähig werden. Und der dritte Satz, da wird Benedikt sicher was sagen nachher, ist halt der Satz, der am meisten Kritik ausgelöst hat, der immer noch Kritik auslöst. Also was kann Schule, was soll Schule, was darf Schule? Vorletzter Satz, und Schiele hat es im Grunde damals geschafft, 6 Fachdidaktiker von links bis rechts an den Tisch zu bringen, und die 6 Herren haben dann diesen, 5 eigentlich, der 6. hat nur geschrieben, haben diesen Konsens formuliert damals. Und diese 6 Leute waren hier, ja, also die haben sich hier in diesem Ort getroffen. Wir sind also sozusagen 46 Jahre, genau 46 Jahre, heute ist der 18. November, also morgen vor 46 Jahren haben die hier in diesem Raum gesessen und haben darüber nachgedacht. Kurze Frage nochmal an euch, warum hier? Wir sind hier mitten im Weinberg, wir sind eben ja schon ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen durch die Weinberge gelaufen. War es der Trollinger, der die hierher gezogen hat? Also in Beutelsbach, wenn man die Menschen fragt, klar, die kennen den Trollinger, Trollinger Lemberger vielleicht. Die kennen vielleicht noch den armen Konrad im Bauernaufstand 1514. Beutelsbacher Konsens kennen die wenigsten. Die Ortswahl war einfach pragmatisch. Nähe zu Stuttgart, Hauptbahnhof mit der Bahn hier raus. Das war der ausschlaggebende Grund. Denn Landeszentrale, wir hatten damals keinen entsprechend größeren Seminarraum. Und Schwaben gucken ja aufs Geld. So ein Tagungsort hier ist ein bisschen billiger als Stuttgart-Mitte. Okay, okay. Also vielleicht war es die schwäbische Variante, hierher zu gehen und ich nach Stuttgart-Mitte. Und dann von Beutelsbach, also hier aus dieser Provinz, ist der Beutelsbacher Konsens, hat sozusagen seinen Siegeszug angetreten? Oder was ist dann passiert mit ihm, Benedikt? War er sofort ubiquitär? Ich glaube nicht, dass man sich das so vorstellen kann. Das wäre nicht sehr praktisch gedacht. Ja, die haben sich hier getroffen zu 6. Wir sind alle heute zum ersten Mal hier und ich würde sagen, es ist auch ein guter Ort zum Streiten. Also hier ist es sehr ruhig. Man guckt in das große Tal von Beutelsbach. Aber man kann sich das nicht so vorstellen, dass dann von heute bis auf morgen der Streit zwischen den Politikdidaktikern, zwischen Linken und Rechten befriedet war. Das hat schon ein bisschen gedauert. Ich selber habe mich mal mit der Frage auseinandergesetzt, wann ist es denn für die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung bedeutend geworden. Und man kann relativ genau sagen, dass es ganz schön lange gedauert hat. Also Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre hat es dann auch Einzug gehalten in die außerschulische politische Bildung.
Und auch da ist noch gestritten worden darüber. Also Klaus-Peter Hufer, einer der Chronisten der politischen Erwachsenenbildung, der war 96 war hier eine Beutelsbacher Tagung, 20 Jahre nach der ersten, war er hier, glaube ich, auch einer der ersten Vertreter überhaupt der außerschulischen politischen Bildung bei der Tagung. Und der hat damals gesagt, für uns hat das jetzt keine Bedeutung, weil wir sind Tendenzbetriebe, also wir sind entweder Gewerkschaft, Partei, Kirche. Und für uns hat das keine große, 96, 20 Jahre danach, für uns hat das keine große Bedeutung, weil wir eben unserer Tendenz folgen und nicht darauf verwiesen sind, Menschen nicht zu überwältigen. Die Leute kommen sowieso zu uns, weil sie Gewerkschafter sein wollen, weil sie der Kirche nahestehen, weil sie in der Partei angehören. Und die wollen von uns sozusagen eine bestimmte Meinung hören. Ab den 90er Jahren hat sich das dann geändert. Also heute gilt das auch für die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung. Okay. Und man kann sagen, heute ist es auch ein berufsethisches Prinzip der politischen Bildung insgesamt. Das heißt, 46 Jahre, nachdem hier man sich getroffen hat, vielleicht auch im ersten, so habe ich dich ja auch verstanden, eher was Loses aufgeschrieben hat, dauert es ein paar Jahrzehnte, bis sich das sozusagen durchsetzt. Und heute kann man sagen, Beutelsbacher Konsens, das kennt jede politische Bildnerin. Ja, ja, das hat Kultstatus, also das ist sozusagen untrennbarer ethischer, berufsethischer Teil der politischen Bildung heute, ja. Und es zieht sogar noch weitere Kreise, also hier in Baden-Württemberg ist der Beutelsbacher Konsens seit 2 Jahren, glaube ich, seit 2019 Teil des gesamten Bildungsplans für die Schulen in Baden-Württemberg. Das heißt, er hat richtig Karriere gemacht, der Konsens. Also Karriere aus einem kleinen Landhotel über Baden-Württemberg bis bundesweit. Und ich kann sogar sagen, wir haben zahlreiche internationale Begegnungen schon gehabt, wo am Ende die Leute aus anderen Ländern auch weggefahren sind und gesagt haben, wir kennen jetzt den Beutelsbacher Konsens. Also der Beutelsbacher Konsens macht auch international Karriere. Ja, absolut. Also kann ich noch was beitragen dazu. Ich kenne eine Dissertation aus Frankfurt bei Frank Nonnenmacher von einem Südkoreaner. Mhm. Über den Beutelsbacher Konsens. Ja, also der hat tatsächlich auch international Karriere gemacht. Also was man vielleicht, es gibt da so einen netten Satz von einem früheren Präsidenten eines Oberschulamtes in Tübingen, der sagte mal, selbst mein schlechtester Politiklehrer kennt den Beutelsbacher Konsens. Man muss allerdings, ich denke, das hat Benedikt auf den Punkt gebracht, bis sich der Konsens mal etabliert hat, hat einige Jahre gedauert und es weiß übrigens bis heute niemand, selbst Schiele nicht, wer diesen Begriff noch geprägt hat. Das also Beutelsbacher Konsens. Also in, ja. in den 80er Jahren müssen die ersten gewesen sein, anscheinend Peter Massing und Werner Skuhr vom Otto-Suhr-Institut, die den Begriff benutzt haben und der hat sich dann so peu à peu eingeschlichen und ist heute ein feststehender Begriff, ne? Also wir sind auf Spurensuche nach dem Gründungsmythos der politischen Erwachsenenbildung hier in Beutelsbach vor Ort. Wir gehen jetzt gleich rein in den historischen Seminarraum. Also wir haben wirklich den Raum identifizieren können, wo diese 6 Herren damals zusammensaßen. Waren ja nur Herren, ja, keine Damen. Und wir werden dort weiter diskutieren über die Frage, was macht den Konsens aus? Was hat er für eine Bedeutung auch vielleicht bis heute? Welche Sätze des Beutelsbacher Konsens sind besonders umstritten? Ich danke euch sehr, dass ihr heute bei uns hier am Bus war. Der Bus also an einer ganz besonderen Stelle hier am Beutelsbacher Landgut Burg. Hier ist der Beutelsbacher Konsens beschlossen worden. Und spätestens jetzt sollte man den Beutelsbacher Konsens kennen. Und wir verlinken noch mal unten in die Kommentare entsprechende weitergehende Hinweise zur Landeszentrale für politische Bildung. Die haben nämlich ganz, ganz viel dazu auf ihrer Seite veröffentlicht. Und auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es eine spannende APUS zu der Thematik. Die verlinken wir noch. Bis dahin.